wenn Sie eine Entwicklungsumgebung brauchen, mit der Sie zuverlässig arbeiten können, wenn Sie einen schwachbrüstigen Rechner haben und von überaus in der Welt mit der gleichen Qualität Code entwickeln wollen, gibt es eine schöne Möglichkeit dafür. Sie können in der Google Cloud, sofern Sie ein Google-Konto haben, dort Zugriff bekommen auf einen Linux-Rechner, auf eine sehr elementar ausgerichtete Maschine, aber die ist wunderbar für gewisse Entwicklungstätigkeiten. Sie können dafür Konsole Cloud google.com aufrufen und Sie werden dann zum ersten Mal, wenn Sie hier sind, gefragt, ob Sie die Testversion mit einem gewissen Guthaben nutzen wollen. Darum geht es mir jetzt gerade nicht. Es geht darum, dass wir hier auf dieser Oberfläche hier rechts oben in der Ecke ein kleines Fenster haben. Da ist das Terminal aktivierbar. Dann bekommen Sie eine ganz normale Linux-Shell, mit der Sie arbeiten können. Hier gerade mal für meine Studierenden, weil wir sehr viel mit der J-Shell machen. Wir haben hier die J-Shell sofort verfügbar. Und Sie sehen noch die ältere Version 11, aber das sei jetzt mal gerade egal. Und wir können auch einen Editor öffnen. Der öffnet, das läuft alles im Browser. Das ist das Faszinierende. Das ist Thea hier, das ist also eine Open-Source-Variante, die im Web läuft, eines der Entwicklungsumgebung Visual Studio Code. Die, Sie sehen, die können wir hier auch vergrößern, verkleinern. Wir machen das mal gerade hier, dass wir die in einem eigenständigen Fenster öffnen. Die wird jetzt bereitgestellt. Sie sehen, da unten läuft noch mein normales Terminal, das können wir hier auch mal schließen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel eine neue Datei anzulegen. Nennen wir die mal test.java. Und wir schreiben ein klitzekleines Programm, was für die J-Shell geeignet ist. Also nehmen wir zum Beispiel so etwas wie add1. Wir übergeben ein Integer n. Das wirklich, das hat jetzt nur, um, damit man das Ganze mal sieht und man gibt n plus 1 zurück. Also dieses kleine Methodchen, diese kleine Methode speichern, die macht nichts anderes als eine Zahl, die übergeben wird, um 1 erhöhen. So, jetzt schauen wir mal an, was wir hier machen können. Wir können auch das Terminal jetzt hier aktivieren innerhalb der Entwicklungsumgebung. Wir sehen, dass hier unten, man kann das sehen. Da ist mein Programm, was ich eben geschrieben habe. Ich kann das jetzt mit der J-Shell starten, wenn ich möchte, sogar mit Enabling der Assertions, wenn es welche gibt. Die J-Shell läuft. Ich kann das öffnen und das heißt Test Java und jetzt add1 zum Beispiel die 41 und was kommt raus? Die 42. Sie können das hier sich alles noch ein bisschen einrichten, konfigurieren. Kurz dazu noch, wenn Sie jetzt hier wieder rausgehen aus der J-Shell, Sie haben in dieser Umgebung ein Home-Verzeichnis. Da kommen Sie rein mit Home, da sind wir aber auch gerade. Dieses Home-Verzeichnis, das bleibt, das wird persistiert, das sind 5 GB im Augenblick. Da können Sie also Ihre Entwicklungssachen ablegen. Sie können auch sich mit GitHub verbinden, also mit Ihrem Git-Repository direkt darauf entwickeln. Alles gar kein Problem. Schwierig wird es nur ein wenig anspruchsvoller, wenn Sie eine aktuellere Java-Version haben wollen, wenn Sie das hier jetzt in der Cloud-Shell einstellen. Am Ende Ihrer Sitzung wird das wieder alles vergessen. Das können Sie dann alternativ lösen mit Docker zum Beispiel, aber das ist ein anderes Thema. Das war hier nur ein Teaser. Sie haben also innerhalb weniger als einer Minute haben Sie eine komplette Entwicklungsumgebung laufen. Sie können Java da nutzen, Sie können Python nutzen. Coole Sache für alle, die daran Bedarf haben.